Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Ausschlagschlachten, nee, Einpackschlachten. Einpack Star Wars, der Film. Oh, das tat weh. So, ja, wir packen Geschenke ein, aber nicht unsere Geschenke, weil das wäre ja blöd, sonst wüsste ich ja, bevor ich sie einpacke, was sie kriegt. Deswegen packen wir heute Geschenke ein, die unsere Kinder. Wir haben ja gar keine Kinder, aber fast. Ja. Ist zur Tradition geworden. Es gibt einen Monsterknochen, der so groß ist wie der Hund selber. Ja. Warte, den können sie teilweise nicht mal tragen. Größenvergleich, fast. Ja, also da haben sie schon ein Jahr zu tun. Auspacken, oder? Ja, ja auspacken und dann einpacken. Und dann einpacken. Gut. Genau. Und ja, wir lassen die Hunde dann natürlich das Geschenk auspacken. Das machen nicht wir. Schere ist eine gute Idee. Da hinten auf dem Ding. Ja. Amy, du Frechdachs, was machst du auf dem Tisch? Scheiße, du wirst die Amy, jetzt hat sie es ja schon gesehen. Ja, das hat sie. Ja! Sie meint es mal nicht zu streng, gell? Boah, das ist ja nicht so verpackt. Ich habe jetzt eine kleine Schere. So. Du hast es irgendwie intelligenter gemacht als ich. Kannst du dir helfen? Nein, ich kann das. Okay. Ich packe das für die Amy ein. Amy ist blau, nee, Amy ist rot. Super. Jawohl. Aber das ist eigentlich perfekt, das hier. Ja? Der Streifen. Stimmt. Guck, das sieht aus wie Marzipan. Marzipan. Oder das sieht aus wie die, typisch die Marzipanrollen. Definitiv. So. Ja, bei mir ist es auch viel zu lang. Dachte ich. Nein, ich hab's eingerissen, Stepp. Oh nein. Ich bin ja Vollprofi im Geschenke verpacken. Wer liebt es, Geschenke zu verpacken? Ich eigentlich schon, aber irgendwie habe ich mir gerade zu wenig Mühe gegeben und nicht nachgedacht. So, jetzt. Ich dachte, die Hunde interessiert es sowieso nicht. So, ich bin mal gespannt. Packen es bestimmt aus, weil die wissen ja ganz genau, was da drin ist. Ja, die wissen schon, was drin ist. Hol mal noch einen Stift. Die können doch lesen, oder nicht? Meinst du? Und wenn nicht, dass jemand anders öffnet, wenn so unter Weihnachtsbaum liegt. Oh, was ist das denn? Das sieht ja schön aus. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Zweige? Du blühst nicht nur so zur Sommerzeit. Leo, kannst du lesen? Du kannst doch vielleicht lesen. Nein, auch zu. Ja, das ist nicht deins, Amy. Süß. Gell? Ja. Mai. Amy. So. Tschüss. Dann. Genau, würde ich sagen. Und ein paar Stunden später gehen wir zur Bescherung. Meine lieben Freunde, ja, wir sind jetzt bei ihrer Mama und feiern jetzt bald Weihnachten. Da liegen die Geschenke für die Hunde. Hey, komm her. Ich weiß nicht, was das für ein Berg ist, keine Ahnung, was da wieder los ist. Das sind die von uns. Einmal für dich und Amy, hier. Ich mach jetzt doch mal Licht an. Ja. Hier. Das ist für euch. Das ist euer Weihnachtsgeschenk. Das müsst ihr aufmachen. Ihr riecht doch, was da drin ist. Nee, Leo, du hast dein eigenes. Leo, hier. Diese Geschwister. Dieser Geschwisterneid. Hey, du. Schau Leo, mal, deins ist hier. Da steht auch Leo drauf, kannst du nicht lesen. Ja, die können ja zusammen aufmachen. Vielleicht machen sie ja beides zusammen auf, so. Amy, du schaffst es. Die Amy ist schlau. Ja, fein, Amy. Ja, super. Sehr gut, Amy. Der Boden ist so rutschig. Jawohl, Leo, fein. Ja, gut. Ach, wie süß.
Amy macht's gut. Perfekt, nicht schlecht. Wow. Ah, er macht's typisch männlich. Dran zerren und rupfen. Wie sie einen Streifen nach dem anderen abzieht. Jetzt hat sie ihn gleich draußen. Er hat's geschafft. Ja, das ist auch eine gute Taktik, Leo. Jetzt kannst du ihn rausholen. Ja. Er ruft weiter. Die Amy tritt davon. Und aufs Bett, oder? Natürlich. Das ist Weihnachten. Ja, Leo, hast du deinen Knochen ausgepackt? Ja, fein. Frohe Weihnachten, Hundi. Der ist so groß. Ja, wunderbar. Leo, schau mal her. Schau mal her. Ja. Er sich freut. Ich bin ganz stolz. Ach, mal, ihr seid so süß, ihr zwei. Kommst du da hoch mit dem Riesenknochen? Darf man da überhaupt drauf? Ja. Okay. Ja, komm, komm. Komm. Ja, viel Spaß mit eurem Weihnachtsgeschenk. Da sind sie jetzt die nächsten 3 Wochen wieder beschäftigt. Die haben zwar keine Ahnung von Weihnachten, aber mega süß. Wie ist es mit euch? Schenkt ihr euren Hunden oder euren Haustieren allgemein auch was zu Weihnachten? Es gibt ja sogar Adventskalender mittlerweile. Ja, ich habe meinen Nymphen sind dich immer so Hirse geschenkt. Echt? Ach, ja. Wie süß, da den Vogel. Ja. Mein, witzig. Die haben sich auch immer gefreut. Gab es zwar auch so, aber Hunde kriegen ja auch ihren Knochen normalerweise so. Ist ja süß. Ja, die haben ja auch keine Ahnung von Weihnachten, aber das ist schon süß. Ja, finde ich auch. Es ist ja jetzt auch nichts Negatives, wenn man den Knochen schenkt. Ja. Und für uns ist es einfach witzig. Ja, genau. Ihr könnt ja mal schreiben. Würde uns auch mal interessieren, ob ihr euren Haustieren Weihnachtsgeschenke macht und was ihr sonst so verschenkt. Da wären wir auch sehr neugierig drauf. Und dann wünschen wir euch schöne Weihnachten. Tschüss.